Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 75, Aktuelle Stunde, Antrag der Fraktion der Freien Demokraten, 203740, Wilke-Wurst-Skandal. Es beginnt die Frau Kollegin Wiebke Knell, FDP-Fraktion. Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Es ist auf den Tag genau ein Jahr her, dass die katastrophalen Zustände bei Wilke Wurst aufgedeckt wurden. 37 Krankheitsfälle, darunter 3 bestätigte Todesfälle, bringt das RKI mit den Produkten von Wilke Wurst in Verbindung. Was dann folgte, waren die Schließung des Betriebs und mehrere Strafverfahren gegen die Verantwortlichen der Firma Wilke. Und es folgte auch ein monatelanges Hin- und Herschieben der Verantwortung zwischen Landkreis und dem Ministerium Hinz hier in Wiesbaden. Und die Fragen, die ich heute stellen möchte, sind, wurde denn aus den Fehlern gelernt? Was wurde gemacht? Und wo stehen wir denn heute eigentlich? Am 22. September konnte man in der Süddeutschen Zeitung nachlesen, dass Frau Hinz sagt, die Lebensmittelkontrollen seien ein Jahr nach dem Wilke-Skandal besser, denn man habe einen Sichter eingestellt, der hauptberuflich E-Mail-Verkehr überwacht, damit da nicht wieder E-Mails zu spät weitergeleitet werden. Da kann ich sagen, Applaus, Applaus, hat auch nur 10 Monate gedauert. Ab Oktober soll es im Ministerium dann auch und auch bei den Regierungspräsidien weitere Stellen geben. Was aber fehlt, sind die Menschen, die die Kontrollen machen müssen. Dann schauen wir einmal nach Waldeck-Frankenberg. Landrat Kubert von der SPD hat Anfang September in der Waldeckischen Landeszeitung erklärt, es gäbe jetzt mehr Personal, aber eben leider auch nur in der Theorie. Denn es gibt jetzt 6 Planstellen statt 5. Allerdings sei eine Mitarbeiterin in Elternzeit, ein weiterer aktuell in Teilzeit beschäftigt und eine andere Mitarbeiterin sei gerade in die Freistellungsphase der Altersteilzeit gewechselt. Das ist die Lage vor Ort. Und da kann man nur sagen, passiert ist wenig, viel zu wenig für ein Jahr. Und auch die Verbraucherorganisation Foodwatch sieht keine wesentliche Verbesserung der Lebensmittelsicherheit in Hessen. Und dann kommt auch noch Ministerin Klöckner mit einer Novelle der AVV Rück um die Ecke. Und die besagt, dass die Mindestanzahl von Plankontrollen, also den Kontrollen ohne Anlass, runtergeschraubt wird. Aus täglich wird dann wöchentlich, aus wöchentlich wird monatlich und aus monatlich wird vierteljährlich. Und für einen Betrieb wie Wilke hätte diese neue Vorschrift bedeutet, dass statt mindestens 12 Plankontrollen nur 4 verpflichtend gewesen wären. Also sehen wir, etwa 30% der Pflichtkontrollen werden ohnehin schon nicht durchgeführt, weil es überall gravierenden Personalmangel gibt. Und anstatt an diesen wirklichen Problemen etwas zu ändern, sagt Frau Klöckner, dann machen wir doch einfach weniger Pflichtkontrollen. Ein Argument von ihr ist dann, zu sagen, wir machen mehr Druck auf die Betriebe, weil es zwar weniger Plankontrollen gibt, aber mehr anlassbezogene. Die Frage ist aber, wo soll denn der Anlass herkommen, wenn man keine Kontrollen mehr vorher macht? Wie soll ein neuer Fall Wilke in Zukunft früher entdeckt werden? Und wir finden, ein Jahr nach dem Wilke-Skandal ist das ein ganz fatales Signal. Aber statt sich gegen diese Schwächung der Lebensmittelkontrollen stark zu machen, hat Hessen im Bundesrat fröhlich zugestimmt. Und wenn auch nicht von Frau Hinz, denn die war bei diesem wichtigen Thema noch nicht einmal vor Ort in Berlin, sondern hat Minister Al-Wazir hingeschickt. Und jetzt gibt es auch einen Streit, wie diese neue Vorschrift auszulegen ist, also ob sie wirklich zu einer Schwächung der Lebensmittelkontrollen führt. Da hat Foodwatch dann ein extra juristisches Gutachten anfertigen lassen von Professor Hofmann aus Trier. Und der sagt, es wird weder mehr Kontrollen insgesamt geben, noch wird das ohnehin schlechte aktuelle Niveau beibehalten werden. Also von einer deutlichen Reduzierung der Gesamtzahl der Kontrollen ist da die Rede. Eindeutiger geht es doch nicht. Man darf ja zum Glück zitieren, wen man will. Also es gibt keine Ausreden mehr, warum man so etwas im Bundesrat zustimmt. Frau Hinz, Sie müssen erklären, wie es zu diesem Abstimmungsverhalten in Hessen kommen konnte im Bundesrat. Wie konnte die Landesregierung dieser Schwächung der Lebensmittelkontrollen ein Jahr nach dem Wilke-Skandal zulassen? Und bitte erzählen Sie uns nicht, dass es ja nur mindestens so viele Kontrollen geben müsse.
Einen Moment, Frau Kollegin, meine Damen und Herren. Beruhigen Sie sich doch. Ich bin doch auch ruhig. Ganz ruhig, Leute. Bitte sehr, Frau Kollegin Gnell hat das Wort. Und wer sich nicht beruhigt, geht raus, macht ein paar Übungen, dann wird er wieder ruhiger. Frau Kollegin Gnell, bitte. Danke. Also, wie konnte die Landesregierung dieser Schwächung der Lebensmittelkontrollen ein Jahr nach dem Wilke-Skandal zustimmen? Wie konnte sie es zulassen? Und bitte erzählen Sie uns nicht, dass es eben nur mindestens so viele Kontrollen geben müsse, dass die Behörden jederzeit mehr kontrollieren könnten, wenn sie wollten. Das ist absolute Sprachkosmetik, weil das war vorher jederzeit auch schon möglich. Und vor allem funktioniert es nicht, weil die Behörden unterbesetzt sind. Und diese Vorschrift wird diese Unterbesetzung noch vorantreiben. Frau Ministerin, Sie haben ein Jahr nach dem Skandal eigentlich nichts erreicht. Und jetzt hat Hessen auch noch einer eklatanten Verschlechterung der Lebensmittelüberwachung zugestimmt. Ein neuer Fall Wilke wäre heute mindestens genauso wahrscheinlich wie heute vor einem Jahr. Man muss es so deutlich sagen, wenn wir einen neuen Lebensmittelskandal in Hessen erleben, dann ist diese Landesregierung mitverantwortlich. Vielen Dank, Frau Kollegin Gnell. Das Wort hat die Frau Abg. Lena Arnold, CDU-Fraktion. Lena, bitte. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Lassen Sie mich zuallererst noch einmal einige grundlegende Dinge ansprechen, bevor ich auf das von der FDP-Fraktion angesprochene Unternehmen Wilke näher eingehe. Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass die Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger bei der Lebensmittelproduktion an oberster Stelle stehen muss. Und es ist absolut klar, die Qualität unserer Lebensmittel muss stimmen, und die Verbraucher müssen sich darauf verlassen können, dass mit ihrem Essen, mit ihren Lebensmitteln alles okay ist und dass genau das drin ist, was draufsteht. Und dafür wurde die Lebensmittelhygieneverordnung erlassen, welche klar besagt, Lebensmittel dürfen nur so hergestellt, behandelt oder in den Verkehr gebracht werden, dass sie bei Beachtung der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt der Gefahr einer nachteiligen Beeinflussung nicht ausgesetzt sind. Und wir würden in einer wunderbaren Welt leben, wenn allein der Erlass einer solchen Rechtsvorschrift alle betroffenen Betriebe zu einem einwandfreien Verhalten bewegen würde. Leider kommt es sowohl absichtlich wie auch unwissentlich in Betrieben in unserem Land immer wieder zu Verstößen gegen die Vorschriften und Bestimmungen des Lebensmittelrechts. Beim Unternehmen Wilke spricht viel dafür, dass Kontrolleure willentlich getäuscht wurden und ja auch Fehler gemacht haben und sich haben täuschen lassen. Und es ist gut und richtig, dass dieses Unternehmen nun dauerhaft geschlossen ist. Es ist gut, dass gegen die Verantwortlichen auch strafrechtlich ermittelt wird. Und es ist auch gut, dass die Landesregierung hier Konsequenzen gezogen hat und wir rechtlich und personell Dinge verändert haben, um die Kreise noch besser bei einer guten Kontrolle unterstützen zu können. Aber wie auch bei vielen anderen Rechtsvorschriften bedarf es daher auch hier der Etablierung einer Kontrollinstanz. Und zwei Dinge bei den Kontrollen sind nach meiner Ansicht besonders wichtig. Zum einen bedarf es einer bundeseinheitlichen Regelung, denn die Lebensmittel werden großenteils überregional vertrieben, und der Standort eines Betriebs ist nun kein Merkmal, welches mit der Einhaltung von Vorschriften korreliert. Und zum anderen bedarf nicht jeder Betrieb in gleichem Maße die Aufmerksamkeit von Kontrolleuren. Und so gibt es auch im Lebensmittelbereich Betriebe, denen die Kontrolleure eine größere Aufmerksamkeit schenken sollten als anderen. Und Kollegin Knell hat es angesprochen, an dieser Stelle setzt nun die entsprechende allgemeine Verwaltungsvorschrift Rahmenüberwachung an. Und ich frage mich, ob Kollegin Knell dasselbe Exemplar gelesen hat wie ich. Denn dann würden sich vielleicht auch einige Fragen, die sie gestellt hat, erübrigen. Ich gehe da auch gerne noch einmal drauf ein. Die AVV Rüb, so wird sie genannt, vereinheitlicht und aktualisiert, zugegebenermaßen auch aufgrund von EU-Vorgaben, die Risikobeurteilung von Lebensmittelbetrieben und die damit einhergehenden Kontrollhäufigkeiten in Deutschland. Anstatt wie bisher
nur ein Beispielmodell vorzugeben, wie man die Kontrollfrequenzen ausgestalten könnte, erfolgt mit der Novellierung der Verwaltungsvorschrift eine Abkehr von diesem freiwilligen Prinzip hin zu einem Modell verbindlicher Regelkontrollfrequenzen. Der Überwachungsdruck auf die Betriebe, damit diese sich an die geltenden Vorschriften halten, wird durch die geänderte AVV nicht sinken. Vielmehr erfolgt eine Fokussierung auf diejenigen Betriebe, in denen es bereits Probleme gegeben hat bzw. in denen das Risiko von Verstößen höher eingeschätzt wird. Problembetriebe etwa können und sollen weiterhin, wenn dies notwendig ist, sogar an jedem Tag kontrolliert werden, an dem dort gearbeitet wird. Denn bei der Lebensmittelüberwachung reden wir ja nicht nur über die Regelkontrollfrequenzen, sondern die Kontrolleure agieren selbstverständlich auch anlassbezogen mit Kontrollen und inklusive Nachkontrollen. Wir reden hier also nicht von einer Ausdünnung der Lebensmittelkontrolle, sondern von einer effizienteren, optimierten Ressourceneinsatz bei der Lebensmittelkontrolle. Und dass es mit der Novellierung nicht weniger Kontrollen geben wird, offenbart übrigens auch ein Blick in die Verwaltungsvorschrift selbst. Der Bund rechnet hier mit einem Erfüllungsaufwand von 31 Millionen Euro auf der Ebene der Länder und der Kommunen. Und diese Millionen sind Personalkosten für den Einsatz von Kontrolleuren, die nun zusätzlich anfallen. Alles in allem, ich komme zum Schluss, Herr Präsident, kann man sagen, dass seitdem viel getan wurde und weiterhin auch viel getan wird, dass so etwas wie vor einem Jahr hier in Hessen nicht erneut passiert. Darauf werden wir weiterhin mit besonderem Augenmerk darauf achten. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Arnold. Das Wort hat jetzt die Frau Kollegin Scheuch-Paschkewitz, Fraktion DIE LINKE. Herr Präsident, meine Damen, meine Herren, liebe Zuschauerinnen! Die Folge des mehrfachen Behördenversagens bei der Lebensmittelüberwachung im Fall Wilke waren 3 Tote und 37 erkrankte Personen, überwiegend aus Einrichtungen der Altenhilfe und aus Krankenhäusern. Mit dem Blick in die Wurstkammern der Firma Wilke haben sich Abgründe aufgetan, die in dieser Weise niemand von uns für möglich gehalten hätte. Um solche schlimmen kriminellen Verstöße gegen die Hygienebestimmungen zu verhindern oder festzustellen, braucht es viele und vor allem unangemeldete Kontrollen. Weil es zu wenig Personal gibt, hat das in Hessen nicht geklappt. Das haben wir im letzten Jahr herausgearbeitet. Nach den Auskünften der hessischen Umweltministerin kamen 2018 mehr als 450 zu kontrollierende Betriebe auf einen Veterinär. Im Landkreis Waldeck-Frankenberg, in dem Wilke produzierte, kamen 2018 gerade mal 3,15 Kontrolleure auf knapp 3.000 Betriebe. Das überfordert das Personal, und die geforderte Kontrolldichte konnte nicht erfüllt werden. Ein Problem, das sich mit der Neuregelung der Lebensmittelüberwachung sogar verschärfen wird. Bundeslandwirtschaftsministerin Klöckner verspricht mit ihrer Reform die Erhöhung der Kontrolldichte bei Risikobetrieben durch die Reduzierung der Regelkontrollen. Schon lange bevor die Reform der Lebensmittelüberwachung aus dem Hause Klöckner in den Bundesrat kam, war klar, dass trotz der Fokussierung auf Risikobetriebe und mehr anlassbezogenen Kontrollen die Zahl der gesamten Kontrollen um ca. 30% sinken würde. In den 5 höchsten Risikokategorien beträgt die zukünftig vorgesehene Mindestanzahl der Kontrollen nur noch ein Viertel der ursprünglich geltenden Vorgabe. Das sind z.B. in der Betriebskategorie 2 etwa 12 statt bisher 52 Kontrollen im Jahr. Dass die anlassbezogenen Kontrollen erhöht werden sollen, kann nicht beruhigen. Die Frage ist doch, wie
wenn nicht durch Regelkontrollen, sollen Anlässe festgestellt werden. Wenn es vor der Werkshalle stinkt und die Nachbarn Lebensmittelüberwachung rufen oder wenn Menschen sterben, wie im Fall Wilke. Eine möglichst hohe Zahl an Regelkontrollen ist eine entscheidende Voraussetzung für anlassbezogene Kontrollen. Und häufige Kontrollen wirken präventiv, weil eine Firma immer damit rechnen muss, kontrolliert zu werden. Es ist doch völlig klar, dass diese Reform zu weniger und nicht zu mehr Kontrollen führen wird. Auf längere Sicht wird jedes Land nach Kassenlage entscheiden. Mit einer einfachen Frage können wir die Wirkung klären. Werden Sie, Frau Ministerin, die Gesamtzahl der Lebensmittelkontrollen in Hessen freiwillig erhöhen oder orientieren Sie sich an der allgemeinen Verwaltungsvorschrift für die Lebensmittelüberwachung? Das können Sie ja nachher beantworten. Wie die letzten Jahre leider gezeigt haben, brauchen wir besonders in der Fleischindustrie eine höhere Kontrolldichte. Die sogenannte Reform passt aber die Zahl der geforderten Kontrollen an zu geringe Kapazitäten durch zu wenig Personal an. Das, meine Damen und Herren, ist der Kern der Reform aus dem Hause Klöckner. BSE, Pferdelasagne, Dioxineier, Eheckgurken und Listerinwürste sollte allen Verantwortlichen deutlich gemacht haben, dass wir mehr und nicht weniger Kontrollen in der Lebensmittelproduktion, vor allem bei der Fleischproduktion, brauchen. Mit weniger Personal mehr Risikobetriebe kontrollieren zu wollen, das kann nicht funktionieren. Das, meine Damen und Herren, ist grober Unfug. Und nicht erst nach dem Wilkewurst-Skandal, völlig verantwortungslos. Der Reformvorschlag an sich war schon eine Unverschämtheit. Es ist der Skandal nach dem Skandal, dass ausgerechnet die hessische Verbraucherschutzministerin nach den Erfahrungen aus dem Wilke-Gammelwurst-Skandal der Verminderung der Anzahl der geforderten Mindestkontrollen zustimmt. Nicht nur, dass Frau Hinz nichts dazugelernt hat und nach dem Wilkewurst-Skandal mehrfach die falschen Entscheidungen getroffen hat. Mit dieser Zustimmung verhöhnt die hessische Ministerin die Opfer durch das Listerienwurst-Desaster. Vielen Dank. Vielen Dank. Das Wort hat der Abg. Knut John, SPD-Fraktion. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Das alte Sprichwort, was interessiert mich mein Geschwätz von gestern, hat bei Frau Ministerin Hinz durchaus Gültigkeit. Denn der nächste Lebensmittelskandal steht vor der Tür, weil Frau Ministerin Hinz mit ihrer Stimme bzw. mit die von ihrem Vertreter für die Reduzierung der Lebensmittelkontrollen zugestimmt hat. Sie treten den Verbraucherschutz mit Füßen, meine Damen und Herren. Herr Ministerpräsident, ich komme gleich dazu. Angeblich haben Sie für mehr Lebensmittelsicherheit durch gezielte Kontrollen gestimmt. Das Gegenteil ist allerdings der Fall. Ihnen fehlt schlichtweg das Personal. Das ist mehrfach schon gesagt worden. Reden Sie nicht dauernd dazwischen. Warten Sie mal. Der Nichtschwimmer schiebt es auch auf die Badehose. Ja. Ich frage Sie, Frau Ministerin, wie viele Menschen müssen eigentlich noch sterben, damit Sie Ihren Versprechen auch Taten folgen lassen? Mit dieser unfassbaren Reform, und ich gebe Ihnen recht, Herr Ministerpräsident, das ist ja eine von Ihnen, die Frau Klöckner, mit dieser unfassbaren Reform werden doch die Interessen der Wirtschaft
gestärkt. Denn die Wirtschaft spart enorm Geld dadurch. Das muss man sich einmal auf der Zunge zergehen lassen. Man redet von etwa 14 Millionen €. Genau verifiziert ist es noch nicht. Meine Damen und Herren, die Wirtschaft spart, aber der Staat spart auch, denn die Reform ist der Kassenlage der öffentlichen Hand geschuldet. Die meisten Ämter sind ohnehin schon unterbesetzt. Die freuen sich über die neue Reform. Anstatt diesen Missstand durch eine personelle Aufstockung zu beseitigen, wurde er kaschiert. Nichts anderes wurde hier durchgesetzt, indem weniger Pflichtkontrollen vorgeschrieben werden. Und der Präsident des Bundesverband der Beamteten Tierärzte sagt, Zitat, Plankontrollen würden um bis zu 30% reduziert. Sich auf Anlasskontrollen zu konzentrieren, bedeute, den Verstößen hinterherzulaufen. Das ist doch die Tatsache, der wir jetzt unterliegen. Was ist mit Ihren langen Listen an Maßnahmen, Frau Ministerin, die Sie ja vorgestellt haben anlässlich des Falls Wilkes? Ihr Ziel war es, unter anderem mehr Kontrollen, vor allen Dingen mehr unangemeldete Kontrollen einzuführen. Das wird jetzt wahrscheinlich nicht der Fall sein. Wilke hätte ja im Normalfall 12-mal kontrolliert werden müssen, wurde aber, wie wir alle wissen, nur 4-mal kontrolliert. Das ist jetzt legitimiert. Schade drum. Und wie sieht es eigentlich aus mit dem Personal, was Sie mit Ihren Ankündigungen ja uns prophezeit haben sollen? Die drei Stellen in der Fachabteilung für die Bereiche Qualitätsmanagement, Sicherheit und Lebensmittelüberwachung neu besetzt werden? Soll es zu 8 zusätzlichen Stellen in der oberen Fachaufsicht respektive der Taskforce kommen? Diese Antwort haben Sie noch nicht gegeben. Vielleicht sind Sie ja auch schon da. Wir wissen es nicht. An der Stelle, meine Damen und Herren, wünschen wir uns mehr Transparenz, die wir leider momentan nicht erleben. Aber es standen ja noch weitere Maßnahmen auf Ihrer Agenda, Frau Hinz. Mich würde interessieren, wie weit sind Sie damit gekommen? Wann erfahren wir das? Welche Maßnahmen denn gerade hinsichtlich des Rückblicks auf Wilke eingeleitet werden sollten? Verbraucherinnen und Verbraucher, meine Damen und Herren, haben doch ein Recht auf sichere und einwandfreie Lebensmittel. Das ist doch hoffentlich unbestritten in diesem Haus. Aber durch die fadenscheinigen Beschlüsse, wie sie jüngst im Bundesrat beschlossen wurden, kann man den Glauben an Verbraucherschutz durchaus verlieren. Meine Damen und Herren, die Reform soll ja ein Richtwert sein. Und jetzt ist die Frage an die Frau Hinz, und das können Sie nachher auch beantworten, welche Maßnahmen für das Land Hessen trotzdem anstehen, welche Sie geplant haben. Denn die Verantwortung bleibt ja weiterhin bei den Bundesländern. Und hier müssen wir die Schwachstellen in den Lebensmittelbetrieben abstellen. Sicherheit fängt am heimischen Küchentisch an, meine Damen und Herren. Wir Sozialdemokraten wollen eine grundsätzliche Veröffentlichung der Ergebnisse der amtlichen Lebensmittelüberwachung. Denn Transparenz schafft Sicherheit. Und wer nichts zu verbergen hat, der kann das ja auch unbeschadet überstehen. Transparenz schafft Vertrauen. Das erleben wir gerade auch im Bereich Corona. Das ist vorbildlich. Und da sollten wir uns ein Beispiel dran nehmen, denn das verdienen die Verbraucherinnen und Verbraucher. Aber was brauchen wir noch, meine Damen und Herren? Wir brauchen zentralisierte Kontrollen. Wir brauchen eine lückenlose Rückverfolgbarkeit der Produkte von der Erzeugung bis zum Verbrauch. Wir brauchen mehr amtliche, kompetente Lebensmittelkontrolleure, schwieriges Wort, Nachweispflicht für mehr Sachkunde bei Arbeitnehmern in großen Betrieben. Auch das hat ja Wilke gezeigt, dass hier Schulungen stattfinden. Herr Kollege, Sie müssen zum Schluss kommen. Schluss. Und höhere Anforderungen an den Sachkundenachweis für Gastronomie. Meine Damen und Herren, ich schließe mit den Worten von Goethe. Es ist nicht genug zu wissen, man muss auch anwenden. Es ist nicht genug zu wollen, man muss auch handeln. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Jon. Das Wort hat der Abgeordnete Gerhard Schenk.
AfD-Fraktion. Herr Präsident, verehrte Damen und Herren! Guten Morgen, werte Kollegen! Frau Knell hat hier die Probleme der Lebensmittelüberwachung sehr differenziert dargelegt und die Schwachstellen gut herausgearbeitet. Frau Ministerin Hinz, als Ministerin für Verbraucherschutz frage ich Sie, wie soll es denn jetzt weitergehen? Werte Damen und Herren, nach Wilkewurst ist vor Wilkewurst, oder wie? Das sollten wir tunlichst vermeiden. Mindestens 3 Tote, 37 Krankheitsfälle, mit verursacht durch mangelhafte, schlampige Kontrollen, sollten für Sie, Frau Hinz, als Verbraucherschutzministerin jedenfalls Ansporn genug sein, für die Zukunft derartige Lebensmittelskandale unter allen Umständen auszuschließen. Verehrte Kollegen, wie anders als durch Kontrollen vor Ort wollen Sie sich von der Einhaltung hygienischer Standards bei Lebensmittelverarbeitung und im Handwerk und Industrie überzeugen. Da wirkt es schon befremdlich, wenn man erfährt, dass die Bundesländer in Absprache mit der Bundeslandwirtschaftsministerin Klöckner beschlossen haben, die Zahl der Routinekontrollen zu reduzieren und dies mit der Begründung, um mehr Kapazität für Kontrolle in Problembetrieben zu haben. Ist es richtig, dass Sie, Frau Ministerin, dieser Neuregelung zugestimmt haben? Das ist für mein Dafürhalten erklärungsbedürftig. Auf diese Erklärung warten wir schon gespannt. Ich frage Sie, wie identifiziert man solche Problembetriebe, wenn man weniger kontrolliert? Verehrte Damen und Herren, wenn ich nur wenige Alkoholtests mache, kann ich auch nur wenig Alkoholsünder finden. Das Gleiche gilt bei Verstößen gegen die Hygieneverordnung in der Lebensmittelverarbeitung und der Lebensmittelherstellung. Nur wer danach sucht, kann auch etwas finden. Liebe Frau Verbraucherschutzministerin Hinz, ich warte gespannt auf Ihre Erklärung. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Geschenk. Das Wort hat die Frau Abg. Gronemann, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen! Ich muss ehrlich sagen, ich bin doch schon recht wütend darüber, wie wenig Mühe sich hier teilweise gegeben wird, so zu tun, als wäre Ihnen der Verbraucherschutz wirklich wichtig. Und ich führe das gerne an mehreren Punkten aus. Erstens. Warum stoßen Sie erst jetzt eine parlamentarische Befassung an, wo es ja bereits schon eine Entscheidung gibt? Die Änderung der AVV Rüb kam nicht überraschend. Die wird seit Ende des letzten Jahres diskutiert. Und Sie hätten genug Zeit gehabt, zu fragen, wie sieht das mit Hessen aus? Welche Auswirkungen hat das? Sie hätten genug Zeit gehabt, einen Antrag zu stellen. Sie hätten genug Zeit gehabt, in den Plenarsitzungen einen Setzpunkt dazu zu machen. Das haben Sie nicht gemacht. Nein, 5 Minuten, eine Aktuelle Stunde. Und Sie arbeiten sich nur an der Ministerin ab. Es kann Ihnen ja nicht so wichtig sein, wenn Sie jetzt erst damit um die Ecke kommen. Zweitens. Sie kritisieren das Land Hessen dafür, dass es im letzten Plenum des Bundesrats der Änderung der AVV Rüb zugestimmt hat. Und was Sie dabei nicht erwähnen, ist, wer dem noch so zugestimmt hat, nämlich alle Länder. Alle Länder. Das heißt im Umkehrschluss, Frau Knell, dass auch die Länder zugestimmt haben, in denen die FDP mitregiert. Ich zähle sie gerne mal alle auf. Zum Glück sind es ja nicht allzu viele. NRW hat zugestimmt.
jetzt muss ich sogar noch nachdenken, Schleswig-Holstein hat zugestimmt, Rheinland-Pfalz hat zugestimmt. Und übrigens, der Wirtschaftsminister von Rheinland-Pfalz, Volker Wissing, höchstpersönlich hat ihm zugestimmt. Sie haben ihn am vorletzten Wochenende zum Bundesgeneralsekretär gemacht, und 6 Tage später macht er plötzlich alles falsch. Oder haben Sie einfach höhere Erwartungen an grüne Ministerin? Ich kann das vollkommen nachvollziehen an dieser Stelle. Und viertens, in der AVV Rüb vorgegebene. Meine Damen und Herren, atmen Sie tief durch. Kollege Lenders, schön langsam. Langsam. Ist wieder Ruhe? Gut, dann geht's los. Vielen Dank. Viertens. Die in der AVV Rüb vorgegebene Frequenz für die Regelkontrollen nach Risikoklasse ist seit dem Beschluss vom vergangenen Freitag zum ersten Mal überhaupt verbindlich für die Lebensmittelüberwachung in den Bundesländern. Zum ersten Mal überhaupt gibt es bundesweit einheitlich eine verbindliche Mindestanzahl für die Regelkontrollen. Das heißt, es geht immer mehr, aber weniger nicht. Und wenn es für nötig erachtet wird, dass ein Betrieb täglich kontrolliert werden soll, dann steht dem nichts, aber auch gar nichts entgegen. Und fünftens. Die Länder waren sich einig, wir brauchen eine Stärkung der anlassbezogenen Kontrollen. Das heißt, die Betriebe, die sich nicht an die Regeln halten, die werden so lange kontrolliert, bis sie es tun oder bis ihnen die Zulassung entzogen werden muss. Und sechstens, weil Sie ja mit Wilke argumentieren, wer Sie nach all den Ausschusssitzungen, nach all den Debatten und der Akteneinsicht auf die Idee kommen, die Frequenz der Regelkontrollen wäre hier das entscheidende Problem gewesen, dann gehen Sie einfach an den Fakten vorbei. Und ich erinnere daran. Selbst als die Kontrolldichte erhöht wurde, haben die amtlichen Lebensmittelkontrolleuren entweder die gravierenden und zulassungsrelevanten Verstöße nicht gesehen oder nicht dokumentiert. Jedenfalls haben sie nicht diese der Fachaufsicht gemeldet. Und wäre das passiert, hätte der Laden viel früher dicht gemacht werden können. Und die Lehre, die wir daraus gezogen haben, ist, dass vor allem auch die Kontrollen, die unangekündigten Kontrollen, von amtlichen Kontrolleuren gemeinsam mit der Fachaufsicht durchgeführt werden. Möglich machen das die weiteren Stellen, die das Land dafür zur Verfügung gestellt hat, und die Stärkung der Fachaufsicht, die wir hier im Dezember beschlossen haben und der Sie im Übrigen nicht zugestimmt haben. Und weil Sie das Personal ansprechen, ich möchte noch einmal daran erinnern, es gab so etwas wie eine Kommunalisierung. Das heißt, wenn Sie mehr Personal auf Kreisebene haben wollen, dann sagen Sie das den Landrätinnen, sagen Sie das den Oberbürgermeisterinnen. Die sind diejenigen, die das tatsächlich ändern können. Ich bin gerne dabei. Ich unterstütze Sie gerne dabei. Das machen Sie das dann aber auch. Und zum Schluss. Frau Kollegin, Sie müssen dann langsam zum Schluss kommen. Mache ich gerne. Ich habe es damals in der Debatte um Wilke gesagt, und ich sage es auch heute wieder. Wenn Sie ernsthaft mit uns über die Stärkung der Lebensmittelsicherheit diskutieren wollen, dann gerne. Aber ein inhaltsleeres Abarbeiten an der Ministerin hilft uns weder in der Debatte, noch hilft es den Verbraucherinnen und Verbrauchern. Vielen Dank. Vielen Dank. Das Wort hat die Frau Staatsministerin Hinz. Priska, bitte. Meine Damen und Herren, verehrte Kolleginnen und Kollegen, vor allen Dingen aus der Opposition, wenn man eine Bundesratsentscheidung so hochziehend in einem hessischen Landtag, dann muss man ertragen, dass man darauf hinweist, dass diese Bundesratsentscheidung einstimmig gefallen ist. Dann muss man das ertragen.
3 Länderregierungen, 3 Regierungen, an denen die FDP beteiligt ist, 11 Regierungen, an denen die SPD beteiligt ist. Alle haben zugestimmt, meine Damen und Herren. Und ich finde es schon, ich finde es bemerkenswert, dass Sie Ihren Kolleginnen und Kollegen aus den anderen Ländern attestieren, dass die alle von der Sache keine Ahnung haben. Ich werde das Ihnen mitteilen, mit Ihrer freundlichen Genehmigung. Erstmals haben wir in Deutschland eine Mindestkontrollfrequenz. Und die anlassbezogenen Kontrollen werden hinzukommen. Und das ist wichtig. Und ich sage Ihnen auch, warum. Weil, Herr Abgeordneter John, weil die anlassbezogenen Kontrollen werden nämlich von den Lebensmittelunternehmern bezahlt. Das wird für die nicht billiger, sondern das wird für die teurer. Und das zu Recht. Und das zu Recht, weil die Betriebe, meine Damen und Herren, die Betriebe, die nicht ordentlich arbeiten, müssen dafür bezahlen, weil die sind verantwortlich für die Lebensmittelqualität in diesem Land. So ist es gesetzlich vorgesehen, und so müssen auch die Kontrollen erfolgen, meine Damen und Herren. Ich bin ja sehr dankbar für diese Aktuelle Stunde, weil ich deutlich machen kann, was wir in diesem einem Jahr nach Wilke verändert haben. Anscheinend wollten Sie das bislang nicht so genau wissen. Jedenfalls gab es dazu keine Debatten. Sie haben nicht gefragt, und die Presse haben Sie anscheinend auch nicht so richtig verfolgt. Deswegen kann ich Ihnen jetzt verkünden, dass wir die 9 Stellen in der Fachaufsicht neu besetzt haben, um die häufigeren unangemeldeten Kontrollen mit den kommunalen Veterinärbehörden durchzuführen. Sie haben bereits auch begonnen. Sie wurden bereits die ersten durchgeführt. Damit wird das angekündigte 2-Behörden-Prinzip umgesetzt mit Vollkontrollen der Betriebe. Das ist das Prinzip, was besonders wichtig ist, damit nicht nur die örtlichen nachgucken, sondern die Fachaufsicht dabei ist und gleich mit ein Auge drauf hat, damit es nicht in irgendeiner Form dazu kommt, dass irgendwo nicht genau hingeschaut wird, meine Damen und Herren. Die Fachaufsicht hat seit dem Frühjahr bereits Zugriff auf die Risikoeinstufung der Betriebe, kann das damit kontrollieren und kann den örtlichen Veterinärbehörden Mitteilungen machen, wenn Risikobetriebe falsch eingestuft sind und eine höhere Kontrollfrequenz notwendig ist. Die Landkreise und kreisfreien Städte haben Berichtspflichten seit dem Frühjahr nach klar definierten Kriterien. Das heißt, die Fachaufsicht erfährt schneller und früher, was los ist in den Betrieben, und kann dann auch zügiger handeln, entweder unangemeldete Kontrollen machen oder Zulassungsverfahren neu aufrollen. Auch dies ist ein ganz wesentlicher Punkt, den wir angekündigt haben, der ist bereits umgesetzt. Seit dem Frühjahr gibt es für die örtlichen Veterinäre eine Software von uns finanziert, damit die Kontrollergebnisse mobil eingepflegt werden, die Lebensmittelunternehmen direkt ihre Berichte erhalten, damit nichts durchrutscht, damit es auch effektiver läuft, weil die Lebensmittelkontrolleure nicht erst wieder zurück ins Amt fahren müssen und dort alles übertragen. Auch das ein wesentlicher Punkt. Die Aus- und Fortbildung der Veterinärinnen und Veterinäre und der Lebensmittelkontrolleure wurde intensiviert, sowohl mit Baden-Württemberg zusammen als auch mit der Akademie für öffentliche Gesundheit in Düsseldorf.
Das Qualitätsmanagement der Veterinärbehörden wird jetzt durch das Ministerium personell besser unterstützt, weil wir das Ministerium hier verstärkt haben. Ab 2021 werden wir die Methode der Ganzgenomsequenzierung im Landeslabor einführen. Die Stelle dafür haben wir bereits besetzt, meine Damen und Herren, und wir werden uns weiterhin für eine bundesweite Datenbank einsetzen, weil da blockiert die Bundesregierung leider noch ein bisschen und manche Länder auch. Insofern wäre ich froh, wenn die FDP, die SPD auf ihre Länderkollegen einwirkt, dass wir diese bundesweite Datenbank erhalten, damit wir noch schneller nachvollziehen können, wo es Mängel gibt. Ich kann Ihnen versichern, die Lebensmittelkontrolle ist für Hessen wichtig, bedeutsam, und wir werden auf dem Weg der Verbesserung weitergehen. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Frau Ministerin. Keine weiteren Wortmeldungen. Damit ist diese Aktuelle Stunde endet.